Liebe rotarische Freundinnen und Freunde, wie schön, dass Sie auch heute wieder beim Governor zu Besuch sind. Standen wir noch im letzten Monat vor diesem alten Rathaus, sind wir jetzt drinne. Und ich zeige Ihnen ganz gerne diesen goldenen Becher, der goldene Becher von Göhlenkamp. Er wurde 1840 per Zufall gefunden von einem Bauern. Dies hier ist eine Replika, nicht das Original. Das Original soll 1500 Jahre vor Christi in der Bronzezeit gefertigt worden sein. Wie er nun hierher gekommen ist nach Uelsen, weiß man nicht, aber wir sind jetzt erstmal hier. Bis gleich! Hallo, da sind wir wieder. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Das geht auch im Rückwärtsgang. Wir sind jetzt in der Bronzezeit. Wir sind hier am Bronzezeithof in Uelsen und ich nehme Sie jetzt mit auf eine urgeschichtliche Reise. 2003 entstand mein Rotary Club Uelsen-Kuhforden. In dem Jahr sollte auch ein Baugebiet in Uelsen erschlossen werden. Bei den Arbeiten dort fand man Scherben aus der Bronzezeit. Wir als Rotary Club durften bei den ersten Ausgrabungen dabei sein. Das war richtig spannend. Was daraus entstanden ist, sehen Sie hinter mir. Ein Bronzezeithof, eine Art Freilichtmuseum mit vielen Attraktionen für Leute, die sich in die Urgeschichte versetzen möchten. Das haben wir jetzt auch gemacht. Ja, Rotary, wenn wir hier sind, dann unterstützen wir natürlich mit unseren Freunden aus dem In- und Ausland diese tolle Einrichtung. Wir haben hier Freundschaftsbäume gepflanzt mit Kindern aus Spanien und Polen. Wir haben hier unsere Gäste aus den Vereinigten Staaten rumgeführt. Immer wieder eine Reise wert. Ich würde gerne mal so ein paar Bilder zeigen. Aber ist das überhaupt gestattet? Datenschutzrechtlich meine ich? Keine Ahnung. Die Neuzeit bringt ganz andere Probleme mit sich. Schauen Sie sich nächste Woche das Seminar mit Hubert Bischoff an, der uns alles über Datenschutz und Datensicherheit bei Rotary erzählt. Ich freue mich auf Sie. Tschüss, bis zum nächsten Monat.